Reduzierung auf das Wesentliche. Was könnte das Wesentliche sein? Sitzen, schauen, spüren, wahrnehmen. Denken. Vielleicht gibt es ja gar kein Wesentliches. Oder alles ist wesentlich. Es wird ja immer gleich sehr kompliziert, wenn die Sprache einsetzt, die Begriffe auftauchen und mit jedem einzelnen, ja nicht, ja, meistens mit dann den komplizierteren Begriffen verschiedene Vorstellungen zusammenhängen, verschiedene Definitionen. Klar, Baum ist meistens klar, Baum. Baum. Was ist Baum? Baum ist Wunder, Wunderbaum. Aber wenn ich jetzt sage Liebe, was ist dann Liebe? Liebe ist ein Wort. Schon wenn ich ich sage, was ist ich? Ich? Ich bin ich. Also ich bin ich. Da wird ja dann beschrieben, dass da ein Gefühl von Sein ist, die Empfindung zu sein, dass da wer oder was ist denn da? Wer bin ich denn? Kann ich der sein, von dem ich glaube, dass ich es wäre? Wer glaube ich denn zu sein? Der Mensch, der in einem Zimmer sitzt, wo das Licht, die Photonen auf die Netzhaut, die Sehnerven treffen, in den Gehörgängen und den Hörhärchen die Klänge erklingen. Doch wer bin ich? Wer bin ich? Es interessiert ja wahrscheinlich nur mich selbst. Doch, ich kann mich erinnern, vor der Zeit der Sehnsucht, der spirituellen Suche nach mir selbst, war ich einfach, ohne wissen zu müssen, wer ich bin. Und dann hat sich anscheinend die persönliche Struktur so verdichtet. Und mit dieser Verdichtung ist natürlich auch Leiden aufgetreten. Es ist nicht so schön, sich so als verdichtetes, begrenztes Wesen zu erleben. Für wen ist das nicht so schön? Das ist auch wieder die Frage. Also jetzt kann ich mir anschauen, dass da die Tendenz ist, wissen zu wollen, wer ich eigentlich bin, weil ich nicht damit mich zufrieden gebe, damit zu sagen, ich bin jetzt der und ich wohne hier, weil es irgendwie nicht wirklich stimmt. Scheinbar wird es geträumt, ich träume, der zu sein. Doch irgendwo habe ich auch eine Ahnung, dass der, den ich zu glauben scheine, dass der wieder wegfällt, wieder stirbt. Aber man braucht ja bloß sein, irgendwie Unfall, Schlag gegen den Kopf, keine Erinnerung mehr, Amnesie. Dann hockst du da. Schaust du noch dümmer aus der Wäsche raus. Also, ich weiß ja gar nicht mehr, was wer ist, wer was, was ist wer. Und dann vielleicht auch wieder, ah ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich bin ja der und der. Und dann, nee, der. Das Bewusstsein hat so magische Kräfte, sich selbst zu begrenzen,
indem es einfach annimmt, dass Gedanken wahr wären und nicht nur einfach, was sind denn Gedanken? Was sind Gedanken? Energieformen. Aber wie schon am Anfang erwähnt, das mit der Sprache ist ziemlich kompliziert, da sie ja sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Der eine sagt das, meint das damit, der andere hört es und versteht was völlig anderes. Aber nicht immer. So, ich lasse es einfach offen. In der Erkenntnis, dass ich zwar ein Bild von mir habe, wer ich sein könnte, mit dem ich aber nicht zufrieden bin. Und zu sehen, dass ich das gar nicht bin, was ich erkennen kann. Diese Freiheit, unerkennbar zu sein, auch wenn es scheinbar so ist, dass mich andere erkennen als den, aber auch nur für einen flüchtigen Moment, war schon alles wieder vorbei. Alle, die mich mal erkannt haben, wo sind sie jetzt? Und wenn sie wieder auftauchen, sind sie schon wieder, verschwinden sie auch wieder. Das ist fantastisch. Ja. Und dann ist da noch das Gefühl von einem Zentrum, das behaupten würde, es hätte etwas. Also es tut so, als würde es aus diesem Ganzen, was ja in der Wahrnehmung auftaucht, alle Gegenstände, Objekte, Subjekte, was auch immer, als könnte es davon irgendetwas haben. So wird wohl getan. Das ist meins. Der Trip, wie bei den Kindern. Ah, nein, das ist mein Spielzeug. Und dann irgendwann interessiert das Spielzeug gar nicht mehr. Dann ist es nicht mehr. Will es keiner mehr haben. Dann wird es auf den Flohmarkt gebracht oder weggeschmissen. Ein tolles Spiel. Mein, das ist das mein Spiel. Freud und Leid, dieselbe Medaille. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschön. Erkenne dich selbst. Erkenne, dass du dich selbst nicht erkennen kannst. Und wenn dann einer nicht damit zufrieden ist, dass er nicht erkennbar ist, wen kümmert's? Unbekümmert. Heit. Totale Unbekümmertheit. Ohne Kümmer. Oder? Dann kommt der Kümmerer wieder, muss sich wieder kümmern und dann gibt es wieder Kümmer. Dann ist er wieder weg, wieder da, wieder weg. Und wen kümmert's? Ob der Kümmerer da oder weg ist? Nur der Kümmerer selber. Aber die Unbekümmertheit lässt den Kümmerer einfach da oder weg sein. Jo. Ciao. Tschüss. Ich sag selber zu mir Wiedersehen. Grüß Gott.